teilen interne Mail-Kommentare. Der FC Bayern Basketball gewinnt den Auftakt der Halbfinalserie gegen Erzrivale Borussia Bamberg deutlich und wahrt den Heimvorteil. Doch Djedovic dämpft die Gemüter. Titelfavorit Bayern München hat zum Auftakt des Playoff-Halbfinals der Basketball-Bundesliga ein imposantes Zeichen im Kampf um die Meisterschaft gesetzt. Die Münchner entschieden am Sonntag das erste Spiel der Best-of-Five-Serie im heimischen Audidome gegen Meister Borussia Bamberg überraschend deutlich mit 95:72, 45:36 für sich. Das zweite Duell findet am Mittwoch ab 20 Uhr live im TV auf Sport 1 und im Livestream in Bamberg statt. Die Serie gegen Frankfurt war uns eine Lehrstunde. Da haben wir gesehen, was wir machen müssen. Da haben wir gelernt, wie man einen Vorsprung verwaltet, sagte Bayerns Nihat Djedovic, 19 Punkte, bei Sport 1. Es war wichtig, aber es war nur ein Sieg. Es steht nur 1:0, Bayern dominiert von Beginn an, die Münchner fanden trotz kürzerer Vorbereitungszeit besser in die Partie, lagen zu keinem Zeitpunkt in Rückstand und dominierten vor allem im dritten Viertel, 30:17. Das Spiel geschehen nach Belieben, gegen Ende der Begegnung glich die Partie gegen verunsicherte Bamberger einem Schaulaufen. twitter.com/fcb-basketball/status/99826080842807296 Erfolgsgarant bei den Bayern, die neben dem weiterhin verletzten Forward Wladimir Lucic auch auf Point Guard Stefan Jovic verzichten mussten, war Jared Cunningham mit 26 Punkten. Bei den Gästen war Daniel Hackett mit 25 Punkten der beste Werfer. Bayern muss auf Jovic verzichten. Jovic hatte noch am Donnerstag im entscheidenden fünften Viertelfinalspiel gegen die Frankfurt Skyliners als Topscorer geglänzt, kam gegen Bamberg aber aufgrund von muskulären Problemen aber nicht zum Einsatz. twitter.com/Große Bamberg/Status/99825982541390645 Die Oberfranken hatten schon am vergangenen Wochenende die Telekom Basketball mit 3:0 aus geschaltet und mühelos das Halbfinale erreicht. Teilen interne Mail-Kommentare.